Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Ich sitze hier, habe aufgeräumt, es ist Montag, ich habe es endlich geschafft. Da habe ich euch jetzt nicht mitgenommen, einfach nur, weil ich das schnell hinter mich haben wollte. Ich bin so, so glücklich, dass ich das geschafft habe. Max schläft und dann dachte ich mir, kann ich endlich mal wieder meine Haare färben. Ich habe hier einmal zwei verschiedene. Das hat letztes Mal so gut funktioniert und es wurde so eine gute Haarfarbe. Einmal hier die, auch mit der Nummer 834. Und einmal von Sios auch in der Nummer 777. So, die zwei werde ich zusammenmischen, dann werde ich auch direkt meine Haare färben. Ich freue mich so sehr. Das letzte Mal ist, glaube ich, jetzt schon 2 Monate her. Oder drei. Ich bin mir gar nicht sicher. 2 oder 3 Monate auf jeden Fall. Werde ich jetzt meine Haare färben, solange Maxi schläft. Und nehme euch heute einfach über den Tag mit. Und ja, willkommen zu diesem Vlog. So, ich mache einfach beide auf. Einfach erstmal alles raus. Und dann klatsche ich einfach alles hier in diese Schale rein. Ich wollte das mitsehen. Ich glaube, das geht nicht so gut. So, ich muss das dann auch relativ schnell machen, weil ich weiß nicht, wie lange jetzt Maxi noch schlafen wird. Damit ich das auch wirklich schaffe, sonst habe ich echt ein Problem, wenn ich nur die Hälfte mache. So, ich mache auch erstmal die Farbe an sich rein, damit das nicht so stinkt. Und dann mache ich auch das Oxidat rein. Ich glaube, das heißt eben das, was man eben braucht, was in der Tube schon drin ist. Ich fange einfach mal an und freue mich so, so sehr, einfach das zu machen. Heute ist auch so wunderschönes Wetter. Es ist auch echt viel geworden. So sieht eigentlich auch die Farbe aus. Ich finde, das ist echt eine gute Farbe. Ich weiß nicht, ich mag die sehr. So, und ich fange einfach mal an und klatsche einfach alles auf meine Haare drauf. Erstmal mache ich nur den Ansatz immer. Also mein Ansatz ist auch schon so. Deswegen muss ich auch viel machen. Ich mache erst den Ansatz und dann gehe ich einfach später in die Länge, wenn ich den Ansatz fertig habe. Eierkocher aufgemacht. Ich mache mir gerade einfach nur Ramen-Nudeln, was ganz schnell ist. Ich habe noch gar nicht gekocht, aber dafür eben halt ganz, ganz viel aufgeräumt. Da bin ich schon glücklich drüber. Und keine Ahnung, ich dachte, wenn ich jetzt eh gerade meine Haare färbe, dann kann ich auch ein bisschen mit euch quatschen, was so ja, bei mir gerade so los ist. Jetzt habe ich ja gerade ein bisschen so die Zeit, ein bisschen zu quatschen. Ja, ich muss sagen, die letzte Woche, die war schon irgendwie hart für mich. Also die war wirklich heftig für mich. Ich weiß nicht wieso. Es war irgendwie alles auf einmal. Max hat wirklich sehr, sehr viel geweint. Er hat viel geweint. Ich habe wenig Schlaf bekommen. Ich habe echt Schlafmangel gehabt, auch wegen Max einfach, weil er viel trinken wollte, unruhig war, keine Ahnung. Ich glaube, er macht einfach einen Schub gerade durch. Er wird jetzt auch in ein paar Tagen schon 5 Monate. Und dementsprechend war ich wirklich viel auf Max fixiert und hatte viel Stress wegen ihm. Dementsprechend hatte ich dann auch weniger Zeit gegenüber den anderen Kindern. Also natürlich habe ich immer darauf geachtet, dass ich immer ein bisschen Zeit für die Kinder habe und auch so auf sie eingehe. Ich versuche es so gut es geht. Wirklich, Schuldgefühle sind immer mit dabei bei mir, weil ich immer irgendwie die Sorge habe, dass ich das ein Kind zu kurz kommt, aber ja, ich versuche mich so gut aufzuteilen, wie es geht. Mehr kann ich leider nicht machen. Ich bin eben halt nur ein Elternteil für 4 Kinder momentan und Max ist eben halt noch ein Baby und ich versuche das Beste eben halt zu machen, so wie es geht. Aber meine Eltern helfen mir eben halt in der Hinsicht, dass die auch wirklich nach dem Kindergarten, mein Vater mich fragt wirklich fast immer, ob wir mit den Kindern auf den Spielplatz gehen oder eben halt am Wochenende, jetzt am Wochenende. Da habe ich ja gevloggt, wo wir beim Pool, also wo wir beim Hallenbad waren und am nächsten Tag, am Sonntag, habe ich nicht gefilmt. Da haben wir einfach einen ruhigen Familientag gemacht so und
Ich konnte einfach wirklich schlafen. Meine Eltern haben die Kinder genommen. Also ich habe die Kinder schlafen gelegt bei meinen Eltern, so mittagsschlafmäßig. Und dann habe ich mich auch wieder schlafen gelegt. Und ich habe, glaube ich, 2,5 Stunden geschlafen. Dementsprechend bin ich wirklich heute auch gut motiviert und habe auch wirklich Power, weil ich dann einfach die Kinder später zu Hause auch schlafen gelegt habe und ich dann auch direkt schlafen gegangen bin. Und das sind dann solche Sachen, wo ich dann wirklich wieder Energie tanken kann, wo es mir dann auch wirklich besser geht und ich mich dann weiter um die Kinder kümmern kann und eben halt alles weitere machen kann. Aber keine Ahnung, irgendwie war ich letzte Woche nicht gut belastbar, vielleicht war ich auch einfach übermüdet und es war viel. Aber wie ich in den Videos oft zeige, dass ja, ich alles so easy peasy schaffe mit 4 Kindern, ist es eigentlich nicht so. Ich hatte letzte Woche einfach keine Kraft gehabt, mich bei Freunden zu melden. Ich wollte nur zu Hause sein, irgendwie meine Energie auftanken und irgendwie den Tag überstehen mit den Kindern. Solche Tage gibt es einfach auch oder Wochen auch bei mir. Und das war einfach letzte Woche so. Dementsprechend, ja, wenn ihr das gerade durchmacht oder einfach nur ein Baby habt und keine Ahnung, ihr noch nicht wisst, wie es ist, wenn die Kinder älter werden. Also es wird einfacher natürlich, wenn die Kinder älter werden. Und ich weiß, dass jetzt, wenn Max seine Babyphase hat, dass es einfach echt extrem ist und er wirklich momentan ununterbrochen meine Aufmerksamkeit braucht. Und natürlich muss ich immer noch, habe ich die anderen Kinder und muss auch den Fokus auf sie legen. Es ist nicht einfach, aber es wird einfacher. Und es ist ja jedes Mal so mit einem Baby, ich struggle jedes Mal und ich habe immer meine Zweifel, ob ich das alles schaffe und. Aber desto älter die Kinder werden, so wie bei Aurel oder sogar bei Aaron und Gabriel, meinen Zwillingen, desto mehr wird es wieder einfacher. Und man kann immer mehr durchatmen. Ja. Und deswegen diese Kraft und diese Gewissheit gibt mir auch Kraft, dass ich auch immer durchhalte. Und natürlich meine Familie, die mir so viel Kraft gibt und mir so viel hilft, wie es nur geht. Und ich dafür wirklich unendlich dankbar bin. Ja. Das ist eben halt das, was mich gerade ein bisschen belastet. Und ich bin glücklich, dass diese Woche, also die letzte Woche einfach rum ist. Diese Woche geht es auch schon wieder mir besser. Ich habe auch wirklich, wie gesagt, auch gut geschlafen und ich starte wirklich mit viel Energie, mit einem jetzt sauberen Haushalt und einer Haarfarbe neu in die Woche. Und ja, ich wollte einfach nur mal so zeigen und so einen kleinen Einblick geben, dass es nicht auch bei mir immer nicht alles glatt läuft und ich wirklich am Struggeln bin. Einwirken lassen. Max hat kurz geweint, ist wieder eingeschlafen, das ist sehr gut. Und die Waschmaschine läuft im Hintergrund. Jetzt spüle ich das erstmal aus und freue mich schon endlich, die Haare zu haben. So, Maxi ist im perfekten Moment wach geworden und ich kann eigentlich hier in der Kamera auch sehen, wie das geworden ist. Oh, Gott sei Dank. Ich habe irgendwie auf die Uhr geguckt und da dachte ich mir, oh nein, ich muss die Haare auswaschen. Beim Duschen dachte ich mir, oh, vielleicht habe ich sie zu wenig drinnen gelassen, also zu wenig einziehen lassen, die Farbe. Und dann wird der Ansatz nicht, aber okay, sieht doch alles gut aus. Ist alles doch gut geworden. So, ich stecke die mir jetzt nur kurz zusammen. Föhn kann ich leider, also kann ich auch, aber mache ich später. Ich stecke die mir jetzt einfach erstmal zusammen und dann gucke ich gleich mal, was ich mache. Ob ich jetzt gleich einkaufen gehe. Aber ich muss auch erstmal Maxi stillen. Ich gucke einfach mal. Doch, ich glaube, ich föhne doch meine Haare. Ich mache das einfach in einem anderen Zimmer, dass ich Maxi nicht direkt erschrecke, nachdem er jetzt wach geworden ist mit den lauten Geräuschen. Aber ich bin endlich glücklich, wieder neue Farbe zu haben. So, Haare geföhnt, zusammengetan. Und jetzt stille ich nochmal eine Runde Max. Und ich glaube, nach dem Stillen fahren wir dann noch direkt los einkaufen, wenn das klappt. So, ich habe jetzt Maxi fertig gestillt. Ich habe jetzt überlegt, ich glaube, ich mache das doch nicht mit dem Einkaufen. Ich habe jetzt noch Glas hinten. Das muss ich noch, bevor ich die Kinder abhole, noch wegbringen. Aber ich werde jetzt nicht einkaufen gehen. Ich tue mir den Stress von letzter Woche jetzt nicht an und packe das jetzt alles auf heute, damit ich heute alles erledigt habe. Ich habe noch was im Kühlschrank. Die Kinder haben auf jeden Fall noch was. So, ich habe genug. Nee, ich mache das einfach heute nicht, damit ich einfach nicht so gestresst bin. Und dass ich ein bisschen mich jetzt noch vorher, bevor ich die Kinder abhole, mich ausruhen kann. Ich bin einfach so, so glücklich, dass jetzt Max einfach wirklich nach heute, was ich erzählt habe, dass er jetzt einfach so lange geschlafen hat. Das waren jetzt, glaube ich, 2 Stunden am Stück. Ich habe alles geschafft. Ich habe jetzt wirklich alles geschafft. Ich habe aufgeräumt, geputzt, Wäsche ist gewaschen. Zwar noch nicht so zusammengelegt, wie man hier sehen kann, aber die ist gewaschen. Vielleicht mache ich das.
ganz gechillt. Und ich bin so darüber glücklich und dankbar gerade, einfach, dass ich meine Haare färben konnte, was für mich machen konnte. Und das alles ganz in Ruhe. Und Max jetzt glücklich ausgeschlafen hat und er mich hier jetzt einfach anlächelt. Ich habe vergessen, was ich machen muss. Ich muss wieder den Kleider. Wie heißt das denn? Jacken, Ständer, Jacken, keine Ahnung, wo man die Jacken aufhängen kann. Das muss ich wieder dran bohren. Aaron hat das runtergerissen. Keine Ahnung, was er gemacht hat. Auf jeden Fall ist das jetzt kaputt und ich muss das erstmal bohren. Das muss ich noch vorher machen, bevor ich die Kinder abhole. Hier einmal, so sieht das aus. Ich habe einmal hier unten das schon mal dran gebohrt und das haben die schon das erste Mal abgerissen. Jetzt hier das zweite Mal. Eigentlich bräuchte ich Dübel. Hier sind noch die ganzen Jacken. Aber keine Ahnung, wo die sind. Ich versuche es jetzt einfach irgendwie zu machen. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist nicht so eine gute Idee. Aber mich stört es einfach, dass die ganzen Jacken überall herumfliegen jetzt. Deswegen schon das ganze Wochenende. Ich kann das nicht machen mit den Kindern. Oder ich mache das ungern mit den Kindern, weil dann fliegt hier immer alles rum. Schrauben habe ich genug. Oh, ich habe Dübel. Ich habe Dübel. So. Yay. Ich habe hier Dübel. Ich habe keine Ahnung, welche Dübel ich benutzen muss. Aber ich benutze einfach irgendwelche und hau eine Schraube rein. Irgendwann kennt man sich aus. Gleich Maxi nehmen. Alles wieder so, wie es sein sollte. Yay, geschafft. Jetzt mache ich mich nur noch fertig und dann muss ich schon die Kinder abholen. So, einmal umgezogen. So, und einmal geschminkt. So, gut, jetzt kann ich die Kinder abholen. Yay. Oh. So, Kinder abgeholt und jetzt gehen wir noch mal kurz in Lidl und kaufen dann noch mal kurz was ein, damit wir auf dem Spielplatz trinken, essen haben und ich dachte auch vielleicht Eis. Ja. Hi Leute, so, wir sind zu Hause. Ich habe mich schon abgeschminkt, habe schon die Kinder gebadet, die waren komplett voller Sand, also die haben viel Spaß gehabt, aber waren komplett dreckig. Ich habe die einfach alle in die Badewanne gesteckt, schon gebadet. Und jetzt mache ich Grießbrei einfach für die. Die wollten Grießbrei, mit Honig mache ich das oft. Und die können sich dann selber so mit Honig süßen, so wie die wollen. Ja, die hatten so viel Spaß, wir hatten alle so viel Spaß. Es war wunderschönes Wetter, es war richtig warm. Ich habe Maxi noch eine Jacke angezogen, es war eigentlich viel zu heiß mit einer Jacke. Hab die dann ausgezogen. Und ja, auf jeden Fall sind wir jetzt alle K.O. Es gibt nur noch Essen und dann jetzt auch schon zum Schlafen. Mann, ey, ich habe jetzt Grießbrei mit Brotkrümeln vertauscht. Also einfach dieses, wie so Panade, aber das einfach wirklich nur Brotkrümel vertauscht, ey. Und ich denke mir die ganze Zeit, ich mache rein und rein und rein und es wird nicht dicker. Oh mein Gott, das war die letzte Milch. Das kommt davon, dass ich heute nicht einkaufen war. Das kommt davon. Mal gucken, was jetzt draus geworden ist. Vielleicht kann man das auch essen. Also, es wird nicht dicker, es wird nicht dicker. Shit, ey. Entschuldigung? Das habe ich gerade dahingestellt. Nein, schmeiß rein. Das wollte ich schon machen, alles gut? Schmeiß rein, alles. Wie Sie wollen. Also, ich würde das auch machen sonst. Leute, so, es ist Tag 2 des Vlogs. Ich wollte gerade das Glas wegbringen, das habe ich gestern einfach nicht geschafft irgendwie noch wegzubringen und ich glaube, ich habe es vergessen auch. Und dann wollte ich das jetzt, nachdem ich die Kinder in den Kindergarten gebracht habe, wegbringen. Und was ist? Ich habe es gerade hingestellt, ich habe schon Maxi, habe ich schon so hingestellt, dass er mich sieht, während ich das so wegschmeiße. Dann ist ihm nicht so langweilig, weil er ein bisschen gemeckert hat. Und habe schon die zwei Tüten mit dem Glas, habe ich schon hingestellt.
Und hinter mir war schon ein Opa, der hat da irgendwas gemacht mit dem Glas. So, ich dachte, okay, vielleicht sucht er da Pfand oder so. Und dann habe ich das Glas dahingestellt, wollte nur die Tür zumachen vom Bus. Auf einmal nimmt er dann meine zwei Tüten vom Glas und hat die angefangen wegzuschmeißen. Und dann habe ich nur gesagt, Entschuldigung, aber das ist mein Glas, ich kann das ruhig selber machen. Sagt er, nee, alles gut. Und ja, und dann habe ich mich im Bus reingesetzt und Maxi wieder genommen und habe mich dann nochmal bedankt. Und jetzt fühle ich mich ein bisschen schuldig, weil ich wollte ihn fragen, ob er vielleicht was dafür haben wollte. Vielleicht hat er auch bei meinem Glas dann auch nach Pfand gesucht. Ich weiß ja nicht, ob er überhaupt nach Pfand gesucht hat. Und dann dachte ich mir aber auch, vielleicht ist das auch unhöflich, wenn ich ihn jetzt frage, ob er was dafür haben will. Weil vielleicht wollte er das auch einfach nur aus Höflichkeit, also einfach nur, weil er freundlich sein wollte, das machen. Und wenn ich ihn jetzt fragen würde, ob er Geld haben wollen würde, vielleicht wäre das für ihn so respektlos, weil ich weiß, wenn ich das meinen Opa oder so fragen würde zum Beispiel, also auch wenn wir uns jetzt nicht kennen würden, mein Opa, da würde das als unverschämt ansehen. Ich weiß nicht. Jetzt fühle ich mich ein bisschen schuldig, weil ich ihm jetzt irgendwie nichts dafür gegeben habe. Also ich habe mich auf jeden Fall bedankt und bin übelst happy, dass er mir damit voll geholfen hat. Maxi ist jetzt auch eingeschlafen. Dankeschön. Auf jeden Fall stehe ich jetzt hier vor Lidl. Hier sind wieder 1000 Einkaufswegen. Kann man das sehen? 1000 Einkaufswegen sind hier. Und ich brauche den da hinten. Den mit dem Maxi-Cosi-Aufsatz. Genau den brauche ich. Und da sind 2000 Wegen davor. Und ich kriege den jetzt einfach nicht. Ich werde jetzt auch einfach wirklich Bescheid sagen, da bei der Kasse, ob sie mir den da rausholen können. Weil ich brauche den einfach. Ich muss heute einen Großeinkauf machen. Weil wenn ich den normalen Einkaufswagen nehme, dann passt da einfach nicht viel rein. Und dann würde ich auch Maxi vollladen damit, weil der eben halt mit drinne sitzt. Das ist so kacke. Das ist jedes Mal so. Jedes Mal. Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me, wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy, we'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy, cause I got the system of favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of it. You could be. So, Leute, wir sind wieder zu Hause und jetzt räume ich erstmal den Einkauf ein. Ich habe wirklich so viel eingekauft, also es war echt ein bisschen viel. Ich kann euch mal zeigen eigentlich, was ich so gekauft habe. Eier, ganz viele Eier. Moment, ich muss euch anders hinstellen. So, ganz viele Eier. Dann Tomaten, Himbeeren. Heidelbeeren, riesige Heidelbeeren, dieses Mal gab es in Lidl. Joghurt mit Schoko, 2 Apfeltaschen, etwas Schoko, noch mehr Eier, kernlose Trauben, Toastbrot, 2x Erdbeeren, Schinken-Käse-Croissant, Salat, 3 Gurken, Brezeln zum Aufbacken, Backcamembert 2x, Frühlingsrollen, groß, es gab leider keine kleinen, Paprika-Aufstrich, Paprika. Milchreis, das einfach schnell geht. Und Highlight von heute, Brat- und Auflaufform habe ich geholt. Ich habe schon mal so eine gehabt, die habe ich aber jetzt in die schwarze Tonne entsorgt, weil die wirklich nach 1-2 Mal war die komplett kaputt. Ich kann die sogar in die Spülmaschine machen, das ist sehr gut. Vielleicht habe ich auch die letzte in die Spülmaschine gemacht und die war nicht spülmaschinenfest. Und danach war die komplett hinüber, aber die kann man wohl machen. Die war auch nicht billig, ich glaube die hat 10 Euro gekostet. Aber ich dachte, für heute wird sich das richtig gut eignen. Ich wollte nämlich Brokkoli mit Lachs machen, hier drinnen. Und mit einer Soße. Das wird richtig gut passen, freue ich mich richtig drauf. Genau, das ist heute unser Mittagessen dann. Und dann habe ich noch eine Mango gekauft. Ich räume erstmal den Einkauf ein und dann mache ich weiter. Diesmal habe ich ein bisschen übertrieben mit dem Einkauf. Es ist echt viel geworden. They said you won't work the way that I want. Ja, dann mache ich hier einmal weiter. 2 Kilogramm Mehl. Heidmann reine Zitronensäure. Einmal für mein
Für meine Kaffeemaschine zum Entkalken Sahnepudding, dann einmal Käse für die Kinder. Für den Salat, den ich heute mache, einmal den Dressing, French-Style-Dressing, Geflügel-Mortadella-Wurst, Buchstabensuppe, Sriracha-Soße, ich weiß gar nicht, wie das genau ausgesprochen wird. Ich hoffe, die ist nicht scharf, ich bin mir gar nicht sicher. Ah, ich muss die jetzt aufmachen, dann lasse ich die erstmal zu. Avocado, Spitzpaprika, Jodsalz mit Fluorid. Dann, wenn es schnell gehen muss, einfach Bolognese-Soße, Bärchenwurst und Freddy-Fuchs-Würstchen. Deswegen habe ich hier schon vorgekochten Mais mir gekauft für die Kinder. Marmelade für mich. Waffeln für draußen einfach, wenn wir rausgehen mit den Kindern. Apfel. Und dann habe ich mir noch einmal Bella Crema Kaffee geholt. Ja. Und der Einkauf hat insgesamt, 147,25 € gekostet. Also das war ein richtig, richtig teurer Einkauf, aber ich habe auch echt viel gekauft und auch Sachen, die ein bisschen erfordert dann sind, was sollte ich sagen, ich wollte auch 3 Schokohasen kaufen, da waren nämlich noch welche und die hat mir die in der Kasse wieder weggenommen und hat gesagt, nee, die werden aus dem Sortiment genommen, werden wieder zurückgeschickt. Ich wollte die eigentlich jetzt mit einem Tee essen. Nee, hat sie mir wieder weggenommen. So, ich mache jetzt gerade das Rezept und ich habe keine Zwiebel, aber ist egal. So. Ich habe gelesen, also was heißt, ich habe gelesen, ich habe auf TikTok gesehen, dass man einfach den Brokkoli so nehmen kann und einfach so kopfüber in den Topf reinstellen kann und so kochen kann. Ich glaube, so mache ich das auch. Mal gucken, was daraus wird. Ich werde den jetzt nicht komplett durchkochen, sondern einfach nur ein bisschen andünsten, ankochen eben halt, damit der eben halt nicht komplett roh reinkommt, wenn ich ihn backe. Ich glaube, sonst wird das nichts. So, mal gucken, ob das was wird. So, hat gut geklappt und jetzt wird er nur noch geschnitten. So, Kaffee getrunken, Essen ist fertig. Ich esse dann jetzt mal und ich glaube, ich beende auch diesen Vlog. Ich muss gleich die Kinder schon abholen, mache dann Essen fertig und ich weiß nicht, ob es regnen wird. Wenn es nicht regnen wird, dann gehen wir nochmal raus auf den Spielplatz. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch der Vlog gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr wie immer gerne mit mir in den Kommentaren schreiben. Ich schreibe sehr, sehr gerne mit euch. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Tschüss!